Willkommen zu LANLIVE TV. Im heutigen Video will ich euch zeigen, was ihr machen könnt, wenn der Innenfilter eures Aquariums zu brummen beginnt oder die Strömungsleistung eures Filters nicht mehr optimal passt. Viele von euch besitzen sicher ein Aquarium von Juwel und haben den BioFlow Innenfilter in Verwendung. Manchmal kann die EcoFlow-Pumpe leicht zu brummen beginnen und dies kann mehrere Ursachen haben. Welche dies sein können und wie man ihn ganz einfach reinigt, schauen wir uns nun in diesem Video an. Als ersten Schritt muss der Filter vom Strom genommen werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe keinen Schaden davon trägt, da wenn die Pumpe ohne Wasser betrieben wird, dies sich sehr negativ auf die Lebensdauer auswirken kann. Nachdem dies erledigt ist, einfach den Deckel entfernen und den Ausströmer entnehmen, dann die Pumpe einfach nach oben wegziehen. Falls du wissen willst, wie man den Innenfilter von Juwel am besten verstecken kann, blende ich dir oben ein Video dazu ein. Sollte dieses Video noch nicht eingeblendet sein, ist dieses Projekt leider noch nicht abgeschlossen. Falls ich damit dein Interesse geweckt haben soll, abonniere einfach meinen Kanal und du wirst zu diesen und anderen Projekten am Laufenden gehalten. Zum Reinigen empfehle ich dir eine Schüssel mit lauwarmem Wasser zu verwenden, da eventuell ansonsten Kleinteile im Abfluss verschwinden könnten. Wie man hier sieht, habe ich einen Juwel EcoFlow 500 verbaut. Dieser fördert ca. 500 Liter pro Stunde und ist für mein 125 Liter Becken ausreichend. Um im Ernstfall keine grauen Haare zu bekommen, rate ich euch sowieso eine Zweitpumpe als Ersatz zu haben, da die 30 Euro sehr gut investiert sind und Pumpen sowieso immer die Eigenschaft haben, am Wochenende auszufallen. Den Link für die Ersatzpumpen habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Diese Pumpe wurde nun ca. 2 Monate nicht mehr gereinigt und darum habe ich außen schon leichte Ablagerungen, die sich aber zumeist leicht entfernen lassen. An der Oberseite hat sich schon etwas Kalk abgelagert, aber da dies nur ein rein optischer Mangel ist, werde ich diesen nicht entfernen. Als ich damals das Aquarium aufgebaut habe, war im Lieferumfang eine kleine Bürste dabei. Diese brauchen wir nun. Alle, die sich nun gerade aufs Hirn gegriffen haben und sich nun denken, oh mein Gott, ich habe diese entsorgt, keine Angst, es geht auch mit einer Zahnbürste. Dass die Zahnbürste sowieso ein Zaubermittel für jeden Aquarianer ist, habe ich auch einmal in einem Video gezeigt. Einfach wieder ein kurzer Blick nach oben, da ist der Link dazu. Als erstes entfernen wir nun mal die Ablagerungen am Einlauf und an den Dichtungen. Dies müsste eigentlich sehr einfach gehen, da dieser Schmutz nicht wirklich haftet. Gleichzeitig kann man dann auch noch gleich die Dichtungen überprüfen, ob diese an der richtigen Stelle sind bzw. schon porös oder eingerissen sind. Nun geht es daran, die Pumpe zu öffnen. Dafür benötigt man kein Werkzeug, sondern nur seine Hände. Einfach die Pumpe leicht drehen und somit kann man den oberen Teil abnehmen. Zuerst nehmen wir nun das Einlaufstück und spülen es mit Wasser aus. Mit Hilfe der Bürste müsste es in wenigen Sekunden wieder sauber sein. Als nächstes entnehmen wir den Impeller, der schon etwas Schmutz abbekommen hat. Diesen auch wieder mit der Bürste kurz reinigen und abspülen. Wichtig ist, den Impeller auch auf Beschädigungen zu inspizieren. Sollte der Impeller nicht mehr zu 100% in Ordnung sein, kann dies neben einer schlechteren Förderleistung auch zu einer höheren Geräuschbelästigung führen. Speziell bei Aquarien im Schlafbereich ist eine höhere Lärmbelästigung sehr störend. Sollte der Impeller Beschädigungen vorweisen, ist dieser sehr einfach nachzubestellen und kostet ein bisschen mehr als 10 Euro. Wichtig ist nur, dass ihr den richtigen Impeller für eure Pumpe bestellt, aber meistens ist dies sehr gut beschrieben und dürfte kein Problem machen. Den Link zu den Impellern habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung gestellt. Nun geht es an die Reinigung der Pumpe und dem Auslass. Hier ist der einzige Teil der Reinigung, wo man eventuell etwas Schmäleres als eine Zahnbürste braucht, da man ansonsten den Ausfluss nicht richtig reinigen kann. Wenn dies nun erledigt ist, geht es nun wieder um das Zusammenbauen der einzelnen Teile. Zuerst wie immer den Impeller richtig einlegen. Aber wie man sieht, geht das zum Glück eh nicht falsch. Dann den Einlass wieder raufgeben und einrasten lassen und sich wieder Richtung Aquarium begeben. Beim Aquarium angekommen wird die Pumpe wieder reingegeben und der Ausströmer befestigt. Wenn der Ausströmer leicht nach oben zeigt, ist das sehr positiv für die Oberflächenbewegung und dies kann verhindern, dass sich eine Kammhaut bildet. Bitte überprüfen nun vor dem Einstecken der Pumpe, dass der Stromstecker trocken ist, nicht dass es zu einem Kurzschluss kommt. Und nun müsste die Pumpe wieder laufen und die Geräusche sich vermindert haben. Sollte dir dieses Video gefallen haben, bitte ich dich um einen Daumen nach oben. Und wenn du ab jetzt kein Video mehr von LANLIVE TV verpassen willst, abonniere doch einfach kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Daniel.